Laudato Jesus Christus. Das ist eine Live-Übertragung von Vatican News für Vatican Media. Wir übertragen aus dem Petersdom in Rom den Bußgottesdienst mit Papst Franziskus. Mein Name ist Silvia Kritzenberger, ich heiße Sie herzlich willkommen. Ganz herzlich grüße ich alle, die durch unsere Partnersender mit uns verbunden sind. Radio Gloria, EWTN TV, Radio Horeb, Radio Maria Schweiz, Radio Maria Österreich und KTV Fernsehen. Einen herzlichen Gruß auch an unsere Freunde vom Kölner Domradio. Zur Fastenzeit übertragen wir die Bußliturgie 24 Stunden für den Herrn unter Vorsitz von Papst Franziskus. Dabei wird der Papst eine Predigt halten und es werden Beichten gehört. Wir hören zum Einzug die im 17. Jahrhundert in Frankreich entstandene Antiphon Attende Domine. Die heutige Andacht ist Teil der weltweiten Gebets- und Beichtaktion 24 Stunden für den Herrn. Sie geht auf den Päpstlichen Rat zur Förderung der Neuevangelisierung zurück, der sie 2014 zum ersten Mal organisiert hat. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie e pace a voi da Dio nostro Padre. Kreuzzeichen und Friedensgruß. Gesù Cristo, che ha dato la vita per noi e ci ha lavato dai peccati nel suo sangue. Benedetto sei tu.
Fratelli, Dio ci chiama ancora una volta alla conversione. Preghiamo per ottenere la grazia di una vita nuova. Ein Gebet um Buße und Umkehr. O Dio, nostro Padre, che non ti lasci vincere dalle nostre colpe, ma accogli con amore chi ritorna a te. Guarda i tuoi figli che si conoscono peccatori e fa che riconciliati nella celebrazione di questo sacramento sperimentino la gioia della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Erste Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja. So spricht der Herr, der einen Weg durchs Meer bahnt, einen Pfad durch gewaltige Wasser, der Wagen und Rosse ausziehen lässt, zusammen mit einem mächtigen Heer. Doch sie liegen am Boden und stehen nicht mehr auf. Sie sind erloschen und verglüht wie ein Docht. Denkt nicht mehr an das, was früher war, auf das, was vergangen ist, achtet nicht mehr. Siehe, nun mache ich etwas Neues. Schon sprießt es, merkt ihr es nicht? Ja, ich lege einen Weg an durch die Wüste und Flüsse durchs Ödland. Die wilden Tiere werden mich preisen, die Schakale und Strauße. Denn ich lasse in der Wüste Wasser fließen und Flüsse im Ödland, um mein Volk, mein Erwähltes zu tränken. Das Volk, das ich mir geformt habe, wird meinen Ruhm verkünden. Il Signore è buono e grande nell'amore. Der Antwortpsalm, Psalm 103. Preise den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt, der dein Leben vor dem Untergang rettet und dich mit Huld und Erbarmen krönt. Der Herr
Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Huld. Er wird nicht immer rechten und nicht ewig trägt er nach. Er handelt an uns nicht nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Der Aufgang entfernt ist vom Untergang, so weit entfernt er uns von unseren Freveln. Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Evangelium aus dem Buch Joel. Spruch des Herrn, kehrt um zu mir von ganzem Herzen. Kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Verkündigung des Evangeliums aus dem Evangelium nach Johannes. In quel tempo Gesù si avviò verso il monte degli ulivi. Ma al mattino Jesus aber ging zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Mit diesen Worten wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn anzuklagen.
e si mise a scrivere col dito per terra. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Parola del Signore. Gloria a Deo Cristo. Wir hören jetzt die Predigt des Heiligen Vaters. Es blieben nur zwei, die Erbärmliche und das Erbarmen. So umschreibt der heilige Augustinus das Ende des Evangeliums, das wir gerade gehört haben. Die gekommen waren, um Steine auf die Frau zu werfen oder um Jesus im Hinblick auf das Gesetz anzuklagen, sind weggegangen. Sie sind weggegangen, sie hatten keine anderen Interessen. Jesus hingegen bleibt. Er bleibt, weil das geblieben ist, was in seinen Augen kostbar ist. Jene Frau, diese Person. Für ihn geht der Sünder der Sünde vor. Ich, du, jeder von uns geht im Herzen Gottes vor. Wir gehen den Fehlern, Regeln, Urteilen und unserem Scheitern vor. Bitten wir um die Gnade eines Blickes, der dem Blick Jesu ähnlich ist. Bitten wir darum, die christliche Bildeinstellung des Lebens zu haben, in der wir voll Liebe den Sünder vor der Sünde sehen, den Fehlenden vor dem Fehler, den Menschen vor seiner Geschichte. Es blieben nur zwei, die Erbärmliche und das Erbarmen. Für Jesus stellt die beim Ehebruch ertappte Frau nicht einen Gesetzesparagrafen dar, sondern eine konkrete Situation, in die man sich einbringen soll. Daher bleibt er dort mit der Frau und schweigt fast immer. Und unterdessen vollbringt er zweimal eine geheimnisvolle Geste. Er schreibt mit dem Finger auf die Erde. Wir wissen nicht, was er geschrieben hat, und vielleicht ist es nicht das Wichtigste. Die Aufmerksamkeit des Evangeliums ist nämlich auf die Tatsache gerichtet, dass der Herr schreibt. Es kommt einem die Episode vom Sinai in den Sinn, als Gott die Gesetzestafeln mit seinem Finger geschrieben hatte. Gerade so, wie es Jesus jetzt tut. Durch die Propheten hatte Gott dann verheißen, nicht mehr auf Tafeln aus Stein zu schreiben, sondern unmittelbar auf die Herzen, auf die Tafeln von Fleisch unserer Herzen.
Mit Jesus, dem fleischgewordenen Erbarmen, ist der Augenblick gekommen, in das Herz des Menschen zu schreiben, der menschlichen Erbärmlichkeit eine sichere Hoffnung zu geben. Nicht so sehr äußere Gesetze zu erlassen, durch die Gott und Mensch oft einander fernbleiben, sondern das Gesetz des Geistes, das in das Herz eintritt und es befreit. So geschieht es für jene Frau, die Jesus begegnet und wieder zu leben beginnt. Und sie geht hin, um nicht mehr zu sündigen. Es ist Jesus, der uns mit der Kraft des Heiligen Geistes vom Bösen befreit, das wir in uns tragen, von der Sünde, welche das Gesetz behindern, aber nicht entfernen konnte. Und doch ist das Böse stark. Es hat eine verführerische Macht. Es zieht an. Es betört. Um uns davon zu lösen, genügt unser Bemühen nicht. Es bedarf einer größeren Liebe. Ohne Gott kann man das Böse nicht besiegen. Nur seine Liebe richtet innerlich wieder auf. Nur seine ins Herz ausgegossene Zärtlichkeit macht uns frei. Wenn wir die Befreiung vom Bösen wollen, müssen wir dem Herrn Raum geben, der verzeiht und heilt. Und er tut es vor allem durch das Sakrament, das wir gleich feiern werden. Die Beichte ist der Übergang von der Erbärmlichkeit zum Erbarmen. Sie ist die Schrift Gottes auf dem Herzen. Dort lesen wir jedes Mal, dass wir in den Augen Gottes kostbar sind, dass er Vater ist und uns mehr liebt, als wir selbst uns lieben. Rimasero solo loro due. Es blieben nur zwei, die Erbärmliche und das Erbarmen, nur sie. Quante volte noi ci sentiamo soli e perdiamo il filo della vita. Wie oft fühlen wir uns allein und verlieren den Faden des Lebens? Wie oft wissen wir nicht mehr, wie wir von Neuem beginnen sollen, weil wir von der Anstrengung, uns selbst anzunehmen, erdrückt werden. Wir müssen von vorne beginnen, aber wir wissen nicht von wo aus. Der Christ wird mit der Vergebung geboren, die er in der Taufe empfängt. Und er wird immer von da aus wiedergeboren. Von der überraschenden Vergebung Gottes, von seinem Erbarmen, das uns wiederherstellt. Nur als solche, die Vergebung empfangen haben, können wir neu gestärkt wieder aufbrechen, nachdem wir die Freude erfahren haben, vom Vater vollkommen geliebt zu sein. Nur durch die Vergebung Gottes geschehen wahrhaft neue Dinge in uns. Hören wir nochmals den Satz, den der Herr heute durch den Propheten Jesaja zu uns gesprochen hat. Siehe, nun mache ich etwas Neues. Die Vergebung schenkt uns einen neuen Anfang. Sie macht uns zu neuen Geschöpfen. Sie lässt uns das neue Leben mit Händen greifen. Die Vergebung Gottes ist nicht eine Fotokopie, die jedes Mal, wenn wir in den Beichtstuhl kommen, identisch vervielfältigt wird. Durch den Priester die Vergebung der Sünden zu erhalten, ist eine stets neue, ursprüngliche und unnachahmliche Erfahrung. Sie führt uns, wie bei der Frau im Evangelium, vom Alleinsein mit unserer Erbärmlichkeit und unseren Anklägern dahin, dass wir vom Herrn wieder aufgerichtet und ermutigt werden, der uns neu beginnen lässt. Es blieben nur zwei, die Erbärmliche und das Erbarmen. Che cosa fare per affezionarsi alla misericordia, per superare il timore? Was soll man tun, um das Erbarmen ins Herz zu schließen, um die Angst vor der Beichte zu überwinden? Nehmen wir wiederum die Einladung Jesajas an. Merkt ihr es nicht? Der Vergebung Gottes gewahr werden, das ist wichtig. Es wäre schön, nach der Beichte, wie jene Frau, den Blick fest auf Jesus gerichtet zu halten, der uns gerade befreit hat. Nicht mehr auf unsere Erbärmlichkeit, sondern auf sein Erbarmen.
Auf den Gekreuzigten schauen und mit Erstaunen sagen, hier sind also meine Sünden gelandet. Du hast sie auf dich genommen. Du hast nicht mit dem Finger auf mich gezeigt. Du hast die Arme ausgebreitet und mir wieder vergeben. Es ist wichtig, der Vergebung Gottes zu gedenken, sich an deren Zärtlichkeit zu erinnern, deren Frieden und Freiheit wieder zu kosten, die wir erfahren haben. Denn das ist der Kern der Beichte, nicht die Sünden, die wir sagen, sondern die göttliche Liebe, die wir empfangen und der wir stets bedürfen. Es kann uns noch ein Zweifel kommen. Beichten nützt nichts. Ich begehe immer die gleichen Sünden. Aber der Herr kennt uns. Er weiß, dass der innere Kampf hart ist, dass wir schwach sind und dazu neigen zu fallen, oftmals rückfällig sind und Böses tun. Und er bietet uns an, damit zu beginnen, im Guten rückfällig zu sein, im Bitten um Erbarmen. Denn er wird uns wieder aufrichten und uns zu neuen Geschöpfen machen. Beginnen wir also wieder mit der Beichte. Geben wir diesem Sakrament den Platz zurück, den es im Leben und in der Pastoral verdient. Es blieben nur zwei, die Erbärmliche und das Erbarmen. Anche noi oggi viviamo nella confessione questo incontro di salvezza. Auch wir erleben heute diese Heilsbegegnung in der Beichte. Wir mit unserer Erbärmlichkeit und unserer Sünde. Der Herr, der uns kennt, liebt und vom Bösen befreit. Treten wir in diese Begegnung ein mit der Bitte um die Gnade, sie wiederzuentdecken. Fratelli, fratelli carissimi, sustiamo ora in silenzio e lasciamo che lo Spirito Santo e la parola di Dio ein Moment der Gewissenserforschung facciano luce nella nostra coscienza e ci conducano a un sincero pentimento dei nostri peccati. Herr Papst Franziskus hat eben gesagt, was der Kern der Beichte ist. Nicht die Sünden, die wir sagen, sondern die göttliche Liebe, die wir empfangen und der wir stets bedürfen. Der Herr kennt uns. Er weiß, dass der innere Kampf hart ist, dass wir schwach sind und dazu neigen zu fallen, oftmals rückfällig sind und Böses tun. Und er bietet uns an, damit zu beginnen, im Guten rückfällig zu sein, im Bitten um Erbarmen. Denn er wird uns wieder aufrichten und uns zu neuen Geschöpfen machen. Geben wir diesem Sakrament den Platz zurück, den es im Leben und in der Pastoral verdient. Wie oft fühlen wir uns allein und verlieren den Faden des Lebens, hat Papst Franziskus eben in seiner Predigt gesagt. Wie oft wissen wir nicht mehr, wie wir von Neuem beginnen sollen, weil wir von der Anstrengung, uns selbst anzunehmen, erdrückt werden. Wir müssen von vorne beginnen, aber wir wissen nicht, von wo aus. Der Christ wird mit der Vergebung geboren, die er in der Taufe empfängt, und er wird immer wieder von da aus wiedergeboren. Von der überraschenden Vergebung Gottes, von seinem Erbarmen, das uns wiederherstellt. Nur als solche, die Vergebung empfangen haben, können wir neu gestärkt wieder aufbrechen, nachdem wir die Freude erfahren haben, vom Vater vollkommen geliebt zu sein.
Nur durch die Vergebung Gottes geschehen wahrhaft neue Dinge in uns. Die Vergebung schenkt uns einen neuen Anfang. Sie macht uns zu neuen Geschöpfen. Sie lässt uns das neue Leben mit Händen greifen. Die Vergebung Gottes ist nicht eine Fotokopie, die jedes Mal, wenn wir in den Beichtstuhl kommen, identisch vervielfältigt wird. Durch den Priester die Vergebung der Sünden zu erhalten, ist eine stets neue, ursprüngliche und unnachahmliche Erfahrung. Sie führt uns vom Alleinsein mit unserer Erbärmlichkeit dahin, dass wir vom Herrn wieder aufgerichtet und ermutigt werden, der uns neu beginnen lässt. Das Böse ist stark, es ist eine verführerische Macht. Es zieht an, es betört. Ohne Gott kann man das Böse nicht besiegen. Fiduciosi nella misericordia di Dio nostro Padre, riconosciamo e confessiamo i nostri peccati. Mettiamoci in ginocchio. Das Schuldbekenntnis. Confesso a Dio onnipotente. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Alziamoci. Riuniti in assemblea penitenziale, invochiamo con fiducia. Der Papst leitet die Fürbitten ein. Perché purifichi i nostri cuori, guarisca le nostre ferite e ci liberi da ogni colpa. Noi ti preghiamo. Um wahre Umkehr. Perché ci manifesti la sua clemenza e ci dia il condono di tutti i nostri debiti. Um Gottes Milde. Perché i figli che si sono allontanati dalla Santa Chiesa ritornino in alle, die sich von der Kirche entfernen. Con i loro fratelli. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Perché nei nostri cuori feriti dal peccato si ravvivi die Erneuerung der Taufgnade in uns. Perché illuminati dalla speranza della gloria eterna possiamo accostarci nuovamente die Hoffnung auf die ewige Freude. Ascoltaci, Signore. Perché sostenuti dalla forza dei sacramenti siamo sempre fedeli die Kraft a Cristo Christus immer Signore. Treu zu bleiben. Perché salvati dalla divina misericordia rendiamo testimonianza al nostro Salvatore. Dass wir Zeugnis abgeben von der Barmherzigkeit unseres Erlösers. Perché camminiamo con perseveranza nella via del Vangelo e possiamo godere un giorno. Dass wir auf dem Weg des Evangeliums bleiben. Con le parole di Cristo nostro Signore rivolgiamoci a Dio Padre
perché rimetta i nostri peccati e ci liberi da ogni male. Padre nostro, Vater unser, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Guarda con bontà, o Signore, i tuoi figli che si riconoscono peccatori, e fa che, liberati da ogni colpa per il ministero della tua Chiesa, rendano grazie al tuo amore misericordioso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Jetzt ist der Moment, in dem viele Menschen im Petersdom die Beichte ablegen. Bei der heutigen Bußfeier im Petersdom wird Papst Franziskus wieder persönlich die Beichte abnehmen. Er wird sich in den Beichtstuhl begeben und einigen Gläubigen das Sakrament der Versöhnung spenden. Bevor Franziskus sich die Stola umlegt und in den Beichtstuhl setzt, beichtet er selbst. Schon Johannes Paul II. Tat das und klärte einmal dazu: Auch der Papst hat seine Verpflichtungen und dies ist eine der Pflichten. Dabei ließ auch er sich als Beichtvater wie als Beichtender fotografieren. Das Beispiel sollte Schule machen. Thank you.
In einem seiner ersten Interviews antwortete Papst Franziskus auf die Frage, wer er sei: Ich bin ein Sünder. Begriffe wie Schuld, Reue, Vergebung und Barmherzigkeit kommen in vielen seiner Ansprachen vor. Oft wirbt er für die Beichte. Ja, die Fastenzeit ist eine Zeit der Buße, aber keine traurige, sagt er beim Angelusgebet. Bei einem Angelusgebet. Er sprach von der freudigen und ernsthaften Aufgabe, uns von unserem Egoismus zu reinigen. Priester ermahnt der Papst, um die Gabe der Demut zu bitten. Ihre Rolle sei die einfacher, wenngleich notwendiger Verwalter nach dem Willen Jesu. Die katholische Bußpraxis müsse glaubwürdiger Spiegel der Barmherzigkeit Gottes sein. Vor allem aber mahnt Franziskus, der Beichtstuhl dürfe keine Folterkammer sein. Damit warnt er vor Missbräuchen in der Beichtpraxis, die Gläubige oft stark belastet haben. Priester, die die Beichte entgegennehmen, dürften sich nicht von Neugierde leiten lassen, die eine krankhafte Form annehmen könne. Etwa indem sich der Priester Einzelheiten, vor allem sexuelle, schildern lässt, die zu wissen nicht erforderlich ist. Umgekehrt schärft der Papst Katholiken ein, ihre Sünden nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Wer mit der Einstellung zur Beichte komme, ich gehe hin, sage meine Sünden auf, der Priester spricht mich los, gibt mir 3 Ave Maria auf und ich gehe in Frieden, habe überhaupt nichts verstanden. Der Beichtstuhl sei kein Waschsalon, um ein paar Flecken auf dem Gewissen loszuwerden. Gott vergebe zwar restlos, seine Barmherzigkeit sei jedoch nur dann wirklich erfahrbar, wenn man sich für seine eigenen Sünden schäme und Gott um Vergebung bitte. In diesem Sinne gehört der Beichtstuhl für Franziskus auch zur Ausstattung des Feldlazaretts Kirche.
Erst am Montag bei seinem Besuch in Loreto hat Franziskus herausgestellt, wie wichtig der Dienst des Beichthörens ist. Den Kapuzinern, denen das Heiligtum anvertraut ist, hat er für den wertvollen Dienst des Beichtehörens gedankt. Als besonders lobenswert hat er herausgestellt, dass dort in der Basilika immer jemand im Beichtstuhl sitze, vom Morgen bis zum Abend. Und es ist auch dieser Papst, der jedes Jahr Bußgottesdienste eingeführt hat. Noch an diesem Freitagvormittag hat sich Franziskus zum Thema Beichte geäußert. Er empfing einen Beichtväterkurs der Apostolischen Pönitentiarie, eines Hohen Vatikangerichts, das er das Tribunal der Barmherzigkeit nennt. Und dabei hat er gesagt, von vielen Seiten ist zu hören, dass die Beichte und mit ihr der Sinn für die Sünde in der Krise ist. Und man kann auch nicht umhin, eine gewisse Schwierigkeit der Menschen heute in dieser Hinsicht festzustellen. Diese Krise muss mit den Waffen des Glaubens angegangen und überwunden werden. Und indem man einen immer besseren Dienst anbietet, der imstande ist, wirklich die Schönheit der göttlichen Barmherzigkeit aufzuzeigen. Für Papst Franziskus ist die Beichte der große Moment der Barmherzigkeit. Er selbst hat als ungefähr 17-Jähriger bei einer Beichte in einer Kirche von Buenos Aires eine Art Berufungserlebnis gehabt. Und sein Wahlspruch als Papst spielt darauf an. Jesus ist gekommen, um uns zu retten, indem er uns das barmherzige Antlitz Gottes offenbart und um uns durch sein Opfer an sich zu ziehen. Also sollten wir uns immer daran erinnern, dass das Sakrament der Versöhnung ein wirklicher Weg der Heiligung ist, das wirksame Zeichen, das Christus der Kirche hinterlassen hat, damit die Tür im Haus des Vaters immer offen steht und die Rückkehr der Menschen zu ihm immer möglich ist. Franziskus äußerte sich auch zum Beichtgeheimnis, ein heikles Thema, denn im Zug der Missbrauchsskandale gibt es in einigen Ländern Versuche von Gesetzgebern, an diesem zu rütteln. Die Versöhnung ist ein Gut, das die Kirche in ihrer Weisheit immer mit ihrer ganzen moralischen und durch das Beichtgeheimnis auch juridischen Kraft gehütet hat, sagt Franziskus dazu. Auch wenn die moderne Mentalität das nicht immer versteht, ist das doch unverzichtbar um der Heiligkeit des Sakraments und der Gewissensfreiheit des Beichtenden willen. Der Beichtende muss sich sicher sein können, dass das, was er im Beichtstuhl sagt, vom Beichtgeheimnis geschützt wird. Das Beichtgeheimnis ist unverzichtbar und keine menschliche Gewalt darf daran rühren. Entdecken wir den inneren Reichtum des Gottesdienstes der Kirche und seine wahre Größe. Das hat der emeritierte Papst Benedikt gesagt beim Abschlussgottesdienst in Köln am 21. August 2005. Dass da nicht wir selber uns allein ein Fest machen, sondern dass der lebendige Gott selbst uns ein Fest gibt. Udite la parola del Signore. Voi capi di Sodoma,
ascoltate la dottrina del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero, dice il Signore. Sono sazio degli olocausti di montoni aus dem Buch Jesaja. Di giovenchi. Il sangue di tori e di agnelli e di capri, io non lo gradisco. Quando venite a me a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io detesto, sono un peso per me. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni, dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Su, venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti della terra. Der deutsche Theologenpapst hat sich auch oft zum Thema Heilung geäußert. Jesus, der vom Vater kommt, begibt sich in das Haus der Menschheit auf unsere Erde und steht einer kranken, einer fieberkranken Menschheit gegenüber, die am Fieber der Ideologien, der Idolatrien, der Gottvergessenheit erkrankt ist. Der Herr reicht uns seine Hand, richtet uns auf und heilt uns. Und er tut dies in allen Jahrhunderten. Er nimmt uns durch sein Wort an der Hand und löst so die Nebel der Ideologien, der Idolatrien auf. Er nimmt uns in den Sakramenten an der Hand. Im Sakrament der Versöhnung heilt er uns durch die Lossprechung vom Fieber unserer Leidenschaften und unserer Sünden. Er gibt uns die Fähigkeit aufzustehen und aufrecht vor Gott und den Menschen zu stehen. Und mit eben diesem Gehalt der Sonntagsliturgie begegnet uns der Herr, nimmt uns an der Hand, richtet uns auf und heilt uns immer wieder mit der Gabe seines Wortes,
der Gabe seiner selbst. Es ist sicher kein Zufall, dass sich sein Rücktritt ausgerechnet in der Fastenzeit vollzogen hat. Nach Josef Ratzingers Erinnerungen aus seinem Leben wurde er 1927 mit dem ersten Wasser der Osternacht, dem gerade geweihten Wasser, getauft. Über die Vollmacht der Vergebung hat er gesagt: Schließlich gibt es da noch die Vollmacht der Vergebung. Das Bußsakrament ist einer der kostbaren Schätze der Kirche, weil sich nur in der Vergebung die wahre Erneuerung der Welt vollzieht. Nichts kann in der Welt besser werden, wenn nicht das Böse überwunden wird. Und das Böse kann nur durch die Vergebung überwunden werden. Es muss natürlich eine wirksame Vergebung sein. Aber diese Vergebung kann uns allein der Herr gewähren. Eine Vergebung, die das Böse nicht nur mit schönen Worten aus dem Weg räumt, sondern es wirklich zerstört. Das aber kann nur durch das Leiden geschehen. Und es ist tatsächlich geschehen durch die leidende Liebe Christi, aus der wir die Vollmacht der Vergebung schöpfen. Noch ein paar Gedanken von Johannes Paul II. Zur Beichte. Wer beichtet, dem wird vergeben, und er erhält ein kostbares Licht für den Weg seiner Vervollkommnung, sagte Johannes Paul II. 2004 in einer Ansprache vor Seminaristen und Priestern, die an einem Kurs zum Thema Gewissensfragen teilnahmen. Durch das Bußsakrament werden nicht nur die Sünden vergeben, sondern es führt auch zu einer tiefen Begegnung mit Christus, ja zur Heiligkeit. Dall'omelia quale ricco si salverà di San Clemente Alessandrino. Infatti, a chi si è rivolto con verità a Dio con tutto il cuore, vengono aperte le porte e il Padre accoglie arcicontento. Aus einer Predigt des Clemens von Alexandrien. La vera conversione è il non essere più asserviti alle stesse cose, ma avere sradicato completamente dall'anima i peccati per i quali ci si era condannati a morte. Infatti, tolti questi, Dio verrà di nuovo ad abitare in te. Dice infatti che grande e insuperabile è la gioia e la festa nei cieli per il Padre e per gli angeli, quando un solo peccatore si converte e si pente. Perciò anche ha affermato: misericordia voglio e non sacrificio. Non voglio la morte del peccatore, ma la conversione. E anche se fossero i vostri peccati come lana scarlatta, li farò bianchi come neve. E se fossero più neri delle tenebre, lavandoli, li farò come lana bianca. A Dio solo, infatti, è possibile concedere l'eliminazione dei peccati e non tenere il conto delle cadute, già che anche a noi
il Signore comanda di perdonare ogni giorno ai fratelli che si pentono. Se noi, che siamo cattivi, Der Herr sagt uns jeden Tag, dass wir unseren Brüdern vergeben müssen, die gegen uns gesündigt haben. Il Padre buono di ogni consolazione, pieno di tenerezza e di compassione per sua natura, è grande di animo. Egli attende coloro che si sono convertiti. E convertirsi è Gott wartet auf jene, die sich bekehrt haben. Più alle cose che sono dietro. Und wer sich wirklich bekehrt hat, blickt nicht mehr zurück. Beichte hat Johannes Paul II. Gesagt, dass sie nicht nur die Vergebung der Sünden ist, deren jeder bedarf, der gesündigt hat. Sie ruft eine echte geistige Auferstehung hervor, eine Wiederherstellung der Würde und der zum Leben der Kinder Gottes gehörenden Güter, von denen das wichtigste Gut die Freundschaft mit Gott ist. Deshalb wäre es illusorisch, nach der Heiligkeit zu streben, zu der jeder von Gott seinem jeweiligen Stand gemäß berufen ist, ohne regelmäßig und eifrig dieses Sakrament der Umkehr und der Heiligung in Anspruch zu nehmen. Unsere Heiligung vollzieht sich in der Beichte durch einen Prozess der Reinigung, Erleuchtung und Vereinigung mit Christus. Zunächst bringt die Versöhnung eine zweifache Reinigung mit sich. Preghiamo insieme e diciamo: Donaci la tua salvezza. Donaci la tua salvezza. Gesù, gemeinsam, schenke uns dein Heil. Donaci la tua salvezza. Gesù, uomo dei dolori. Donaci la tua salvezza. Gesù, solidale con i poveri. Donaci la tua salvezza. Jesus, der du solidarisch bist mit den Armen. Con i peccatori. Der du barmherzig bist mit den Sündern. Cristo, nostra riconciliazione. Christus, unsere Versöhnung. Cristo, nostra vita. Christus, unser Leben. Cristo, nostra speranza. Christus, unsere Hoffnung. Cristo, nostra pace e concordia. Christus, unser Frieden und unsere Harmonie. Sostegno dei deboli. Jesus, Stütze der Schwachen. Gesù, pace dei tribolati. Donaci la tua salvezza. Jesus, Friede der Betrübten. Misericordia dei peccatori. Donaci la Jesus, Barmherzigkeit der Sünder. Johannes Paul II. Hat auch gesagt, dass es sich auch um ein Sakrament der Erleuchtung handelt. Wer oft zur Beichte geht und sich bessern will, weiß, dass er neben der Vergebung Gottes und der Gnade des Heiligen Geistes in diesem Sakrament ein kostbares Licht für den Weg seiner Vervollkommnung erhält. Er hat auch gesagt, das Sakrament der Versöhnung zu einer vereinigenden Begegnung mit Christus führt. Von Beichte zu Beichte wird der Gläubige in eine immer tiefere Kommunion mit Gott geführt. Bis zur vollkommenen Identifikation mit ihm, die in jenem vollkommenen Leben in Christus erreicht wird, in der die wahre Heiligkeit besteht. Alle Beichtväter tragen die große Verantwortung, dieses Amt mit Wohlwollen, Weisheit
und Mut auszuführen. Ihre Aufgabe besteht darin, diese Begegnung, die uns auf dem Weg zur christlichen Vollkommenheit und auf unserem Pilgerweg ins Vaterhaus reinigt und erneuert, liebenswert und ersehnenswert zu machen. Auch Paul VI. Hat sich in seinem apostolischen Schreiben Gaudete in Domino 1975 zur Beichte geäußert. In der Tat, welche Last drückt mehr zu Boden als die der Sünde? Welches Elend vereinsamt mehr als das des verlorenen Sohnes, wie der heilige Lukas es so eindrucksvoll beschreibt? Welche Begegnung hinterlässt dagegen einen tieferen Eindruck als die zwischen dem geduldigen und erbarmungsvollen Vater und dem Sohn, der zum Leben zurückgefunden hat? Es wird mehr Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Wer ist aber ohne Sünde außer Christus und seine unbefleckte Mutter? Deshalb ist das heilige Jahr, Verheißung frohen Jubels für das ganze Volk, mit der Einladung, durch die Buße zum Vater zurückzukehren, auch ein Aufruf, den Sinn und die Übung des Sakraments und der Wiederversöhnung neu zu entdecken. Als Erbe der besten religiösen Überlieferung möchten wir den Gläubigen und ihren Hirten in Erinnerung rufen, dass die Anklage der schweren Sünden notwendig ist und dass die häufige Beichte eine bevorzugte Quelle der Heiligkeit, des Friedens und der Freude darstellt. Noch eine Anekdote zu Johannes dem 23. Als er noch Erzbischof von Venedig war, erhielt er eines Tages den Hinweis, einer seiner Priester sei Alkoholiker und vernachlässige seine Gemeinde. Spontan sagte er zu seinem Sekretär, da müssen wir hin. Im Pfarrhaus fanden sie ihn nicht, die Leute schickten die beiden in die nächste Kneipe. Johannes bat seinen Sekretär, den Priester zu holen. Der Sekretär musste erst nach ihm suchen und fand ihn schließlich in einem Hinterzimmer. Johannes ging mit dem Pfarrer allein ins Pfarrhaus. Dort sagte der Bischof zu dem Priester, setz dich, ich möchte bei dir beichten. Jesus hat gesagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Johannes hat dieses Wort auf seine ganz eigene Weise verwirklicht. Er hat nicht gnädig von oben herab darauf verzichtet zu urteilen, er hat dem anderen seine Würde zurückgegeben. Ascoltiamo la parola, ihm gezeigt, wer er trotz aller Fehler und Verfehlungen immer noch ist, ein Gott, ein Kind Gottes, ein Freund Jesu und Fratelli, mein Bruder. Se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Aus dem Korintherbrief. Le cose vecchie sono passate. Ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio.
Franziskus betont immer wieder, wie sehr die Kirche gute Beichtväter braucht. Die Kirche muss Dienerin der Nächstenliebe sein, hat er gesagt. Die Priester, die nicht diese geistlichen Voraussetzungen erfüllen, gute Beichtväter zu sein, sollten dieses Sakrament besser nicht spenden. Papst Franziskus betont, dass die reuevollen Gläubigen das Recht haben, in den Priestern die Diener der Vergebung Gottes zu finden. Cosa significa per me essere un ambasciatore di Dio e agire in nome di Cristo? Was bedeutet es für mich, ein Botschafter Gottes zu sein und im Namen Christi zu handeln? Durante questa Quaresima, quale persona potrei esortare a lasciarsi riconciliare con Dio? Wen kann man in dieser Fastenzeit aufrufen, sich mit Gott zu versöhnen? In Cristo siamo nuove creature e possiamo diventare giustizia di Dio. Il testo evidenzia finalmente l'effetto dell'opera della riconciliazione divina. L'uomo riconciliato rimane in Cristo. Der versöhnte Mensch bleibt in Christus. Ritorna quella convinzione paulina sul potere trasformatore della grazia, capace di introdurre la creatura in una nuova condizione. Die verwandelnde non Macht der Gnade macht das Geschöpf neu. Ma quello dello spirito. Non già la schiavitù del peccato, ma la libertà dei figli di Dio. Non già i dettati della legge, ma la verità del Vangelo. Alla stessa stregua, colui che vive in Cristo è una nuova creatura. Wer in Christus lebt, ist ein neues Geschöpf, ogni patto con il peccato, das jeden Pakt mit der Sünde hinter sich gelassen hat. Diese Neuheit des Lebens macht eine gerechte Beziehung mit Gott möglich, in der nicht mehr die Angst wegen der begangenen Sünde überwiegt, sondern das Vertrauen in die Hand des Freundes, der uns hält und tröstet. Wenn wir in Gott bleiben, können wir Heilige werden, die vor Gottes Angesicht bestehen können. Il Santorale è un campionario eccezionale dove trovare esempi di vite fresche, nuove, che evitano di porre la fiducia nelle proprie azioni e di quanto sia possibile vivere in amicizia con Dio. In ogni santo possiamo riconoscere le stesse parole dell'Apostolo. In jedem Heiligen können wir die Worte des Apostels wiedererkennen. Nicht ich bin es, der lebt, sondern Christus lebt in mir.
Der Bußliturgie zu Beginn der Fastenzeit für den Klerus von Rom am 7. März hat Papst Franziskus über das geduldige Versöhnungswerk des Herrn gesprochen. Ausgehend vom Buch Exodus erläuterte er das geduldige Versöhnungswerk, seine weise Pädagogik, mit der der Herr drohe und tröste, uns die Folgen unserer bösen Taten bewusst mache und dann beschließe, unsere Sünden zu vergessen. Man dürfe also keine Angst haben vor Momenten geistiger Betrübnis, wie sie das Volk Israel erlebt habe, sondern sollte die vorübergehende Abwesenheit Gottes als Geschenk leben. Der Herr ist klug, hat Franziskus gesagt. Die Versöhnung, die er dem Volk anbietet, wird eine Lektion sein, an die sich die Israeliten für immer erinnern werden. Gott gebärdet sich wie ein verschmähter Liebhaber. Wenn du mich nicht willst, dann gehe ich eben. Und er lässt uns in Ruhe. Es ist wahr, wir können es allein schaffen, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, auch länger. Doch wenn wir unseren Weg allein gehen, verfallen wir irgendwann in Selbstgenügsamkeit, in die Selbstzufriedenheit der Einsamkeit. Wir müssten uns auch vor unserer Selbstzufriedenheit hüten, hat Franziskus gesagt. Es ist gut, ein wenig Angst vor sich selbst zu haben, vor unserer Allmacht, vor unserer Verschlagenheit, unseren doppelten Spielen. Wir sollten mehr Angst davor haben als vor den Schlangen, denn das ist das wahre Gift. Erst durch die Erfahrung der Sünde und der Vergebung konnte Israel ein wenig mehr das Volk werden, das zu Gott gehört. Franziskus warnt auch immer wieder davor, dass wir unsere Sünden oft nicht nur vor Gott, sondern auch vor uns selbst verbergen. Wir seien fast schon Meister darin, uns die Situation einfach schön zu schminken, alles Hässliche zu übertünchen und uns dabei darauf zu verlassen, dass die Barmherzigkeit Gottes keine Grenzen kenne. Deshalb müssten die Priester in der Fastenzeit zwar die leidenschaftliche Liebe predigen, die Gott für sein Volk hat, sich aber auch der Rolle bewusst sein, die sie in der Kirche spielen. Sie müssten sich als Diener betrachten, die keine Korruption akzeptieren und nicht als Verwalter. Die Sünde entstellt uns und diese schmerzliche und demütigende Erfahrung machen wir immer dann, wenn wir selbst oder einer unserer Brüder im Bischofs- oder Priesteramt in den bodenlosen Abgrund des Lasters, der Verderbtheit oder schlimmer noch des Verbrechens stürzen, dass das Leben anderer zerstört, hat Franziskus vor dem Klerus in Rom gesagt.
rivolgiamo la nostra preghiera alla Madonna e diciamo: prega per noi. Madre di Cristo, Mutter Gottes, Madre della Chiesa, Mutter der Kirche, Madre della Divina Grazia, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Mutter vom guten Rat, Madre del Creatore, Mutter des Schöpfers, Madre del Salvatore, Mutter des Retters, Madre di Misericordia, Mutter der Barmherzigkeit. Santa Maria della Speranza, distendi il tuo scapolare come mantello di protezione sulle città e sui paesi, sui monti e sui mari, sugli uomini e le donne, sui giovani e i bambini, sugli anziani e gli ammalati, Mutter der Barmherzigkeit, breite deinen schützenden Mantel aus sui figli fedeli e sulle pecore über die Armen und die Weisen, tu che in ogni casa die Schafe, die sich verirrt haben, che in ogni cuore hai un altare vivo, accogli la preghiera del tuo popolo, nimm das Gebet deines Volkes an, nuovamente a te, das sich dir erneut wieder weiht, faro di luce, conforto sicuro per il popolo pellegrino, Meeresstern und sicherer Hafen für das Volk, affinché percorra sempre sentieri di pace e di concordia. Hilf deinem Volk, dass es stets Wege des Friedens beschreite, der Gerechtigkeit und der Freiheit. Versöhne die Brüder in einer geschwisterlichen Umarmung, die keinen Hass kennt und die alle Spaltungen überwindet und die Wunden heilt. Gib, dass Christus unser Frieden ist, dass seine Vergebung die Herzen erneuert, dass sein Wort Hoffnung für die Gesellschaft sein wird. Amen. Im Jahr 2006 hat Papst Emeritus Benedikt über die Schuld gesagt: Die Erkenntnis von Schuld ist elementar für den Menschen. Er ist krank, wenn er sie nicht mehr erkennt, und ebenso wichtig ist für ihn die befreiende Erfahrung, Vergebung zu empfangen. Für beides ist das Sakrament der Versöhnung der entscheidende Einübungsort. Darüber hinaus wird der Glaube dort ganz persönlich und verbirgt sich nicht mehr im Kollektiv. Wenn der Mensch sich der Herausforderung stellt und in seiner Lage der Vergebungsbedürftigkeit gleichsam schutzlos vor Gott tritt, macht er die ergreifende Erfahrung einer ganz persönlichen Begegnung mit der Liebe Jesu Christi. Eine der bedenklichen Erscheinungen unserer Zeit ist ein weit verbreitetes Ausfallen des Sündenbewusstseins. So besteht das Geschenk des Bußsakramentes nicht nur darin, dass wir zunächst einmal überhaupt unsere Vergebungsbedürftigkeit bemerken und dadurch schon gereinigt werden, uns innerlich verändern und dann auch andere besser verstehen und ihnen vergeben können.
über den Beichtvater hat Papst Benedikt 2007 gesagt, der Beichtvater wird zum bewussten Mittler eines wunderbaren Gnadenereignisses. Das Bußsakrament, das im Leben des Christen so große Bedeutung besitzt, vergegenwärtigt die erlösende Wirksamkeit des Ostergeheimnisses Christi. In der Geste der im Namen und im Auftrag der Kirche ausgesprochenen Absolution wird der Beichtvater zum bewussten Mittler eines wunderbaren Gnadenereignisses. Indem er mit fügsamer Treue dem Lehramt der Kirche folgt, macht er sich zum Diener der trostbringenden Barmherzigkeit Gottes. Macht er die Wirklichkeit der Sünde deutlich und offenbart gleichzeitig die alle Maße übersteigende, erneuernde Macht der göttlichen Liebe, der Liebe, die das Leben neu schenkt. Die Beichte wird somit zur geistlichen Neugeburt, die den Pönitenten in ein neues Geschöpf verwandelt. Dieses Wunder der Gnade kann nur Gott wirken, und er vollbringt es durch die Worte und die Gesten des Priesters. Indem er die Liebe und die Vergebung des Herrn erfährt, wird der Beichtende auf einfachere Weise dazu bewegt, die Schwere der Sünde zu erkennen, und er ist entschlossener, sie zu vermeiden, um in der wieder angeknüpften Freundschaft mit ihm zu bleiben und zu wachsen. Thank you.
Ja, bei dieser Bußliturgie waren sehr viele Ordensleute dabei, aber auch sehr viele Laien. Und natürlich war es nur für sehr wenige möglich, bei Papst Franziskus persönlich zu beichten. Carissimi fratelli, dopo aver sperimentato nel sacramento della riconciliazione la bontà e la dolcezza dell'amore di Dio per noi, ricolmi del Santo Spirito, lodiamo e ringraziamo Dio nostro Padre e rinnoviamo il proposito di essere sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in noi. Gesang Misericordias Domini. Er wurde eigens komponiert für das Heilige Jahr der Barmherzigkeit 2015-2016. O Dio, nostro Padre, che ci hai riconciliati a te con la remissione dei peccati, fa che impariamo a perdonare l'un l'altro le nostre offese e diveniamo operatori di pace nel mondo, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Signore, guidi i vostri cuori nell'amore di Dio e nella pazienza di Cristo. Amen. Possiate sempre camminare nella vita nuova e piacere in tutto il Signore. Amen.
la benedizione di Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Salve Madre. Marianische Antiphon, Salve Mater Misericordiae. Mater Plena, Sancte Laetitiae, O Maria. Es sind arbeitsreiche Tage für Papst Franziskus. Morgen beginnt seine zweitägige Reise nach Marokko. Am Dienstag wird das Schreiben Christus Vivit veröffentlicht, das den sozusagen den Abschluss der Jugendsynode bildet. Und damit endet diese Live-Übertragung aus dem Petersdom in Rom. Eine Zusammenfassung, die Predigt von Papst Franziskus sowie alle weiteren Infos aus Vatikan und Weltkirche finden Sie auf der Webseite von Vatican News und natürlich in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Ich bedanke mich bei allen, die über unsere Webseite, Apps und YouTube-Kanal zugeschaltet waren und natürlich auch bei allen, die über unsere Partnersender heute mit dabei waren. Das war eine Sendung von Vatikan News für Vatikan Media. Am Mikrofon begleitet hat sie Silvia Kritzenberger. Laudetur Jesus Christus. Okay.